Was geht ab, Jungs, und willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst, ich habe jetzt schon viel programmiert in den letzten 3 Jahren. Ich habe zum Beispiel hier meinen eigenen Server, der immer 1A funktioniert. Hä? Was ist jetzt passiert? Ich habe schon Banger-Challenges unter anderem für Basti GHG gecodet. Warte mal, was? Was für Magenta? Oh mein Gott. Okay, es ist besser, als dass die ganze Challenge vorbei ist. Aber hunderte Dennis! Ich bin der Idiot, der von einem Enderdrachen gechased wird. Und was, denke ich, viele von euch auch noch kennen werden, ist mein eigener Client. Einfach der Norris-Client. Er war so schön. Die Norris-Client-Server sind abgebrannt. Aber es gibt noch eine Sache, die ich auch schon immer mal programmieren wollte. Und das ist mein eigenes Spiel. Ich habe aber leider keine Ideen, was in meinem eigenen Spiel passieren soll. Deswegen klauen wir einfach Minecraft. Aber ich werde das schlau anstellen, denn ihr kennt bestimmt schon auf YouTube diese ganzen Videos nach dem Motto, yo, ich code Minecraft nach, wie dieses hier. Aber die meisten Videos davon kopieren ja den Block-Aspekt von Minecraft, also dass die komplette Welt aus Blöcken besteht. Es gibt aber noch einen weitaus geileren Aspekt, den man auch klauen könnte, den es aber nicht nur für Minecraft gibt, und das ist PvP. Also ich werde einfach diesen Block-Aspekt ignorieren und nur das PvP klauen, in der Hoffnung, dass ich das dann auch releasen kann, ohne nochmal eine Anzeige zu bekommen. Deswegen, viel Spaß! Wir sind jetzt hier auf einem Kit-PvP-Server. Wir laufen hier mal ein bisschen rum, denn ich will euch zeigen, was in meinem Spiel auf jeden Fall drin vorkommen soll. Also was ich hier von Minecraft klaue. Und ich würde sagen, wir legen direkt mit der Hotbar los. Also eine Hotbar und Crosshair hätte ich schon sehr gerne. Und es wäre geil, dass ich wie hier in Minecraft die Hotbar-Größe automatisch verändern kann. Das wäre stark. Dann Inventar wäre auch gut, aber ich würde eher sagen, das ist für nächstes Video, weil, uff, das ist alles schon hier sehr kritisch, weil ich habe auch keine Ahnung von 3D-Programmierung. Dann, was halt auch ultra geil wäre, aber auch sehr schwierig sein wird, ist Multiplayer. Also, wenn ich hier Leute rumlaufen sehen könnte in meinem Spiel, das wäre schon sehr stark. Und es wäre geil, dass ich halt einfach Knockback enden könnte. Also, dass man halt einfach fighten kann. Ob man schon Schaden bekommt oder so, weiß ich noch nicht, aber es wäre einfach geil, dass wenn man den Gegner links klickt, dass er halt einfach Knockback bekommt. Das wäre schon lecker. Für den Anfang soll das PvP-System auf der 1.8 basieren. Also, dass man einfach schnell klicken kann. Und Block hitten wäre cool. Muss ich aber gucken, ob ich es hinbekomme. Dann, was natürlich auch geil wäre, die F5-Perspektiven. Klar, muss sein. Es gibt noch 1000 andere Dinge, die ich euch nennen könnte, wie zum Beispiel Cosmetics oder Tänze oder Items. Aber alleine schon, dass man sich bewegen kann, das dann an den Server schickt und der Server das nochmal an alle anderen Clients schickt, das wird ja schon ein bisschen Arbeit. Deswegen halte ich mal den Ball flach und gucke einfach, wie weit ich komme. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, dann ist es ja umso besser, weil dann kann ich ja noch eine zweite oder dritte Folge raushauen. Deswegen lasst ein Like oder einen Kommentar da, damit ich weiß, ob das hier Zukunft hat. Ihr seid zu geil. Ich bin sehr gespannt, was hier am Ende dieses Videos bei rumkommen wird. Und ich würde sagen, wir legen los. Ey Jungs, ich habe nochmal so Norris-Client-Vibes, aber ich werde jetzt basically einfach mir dieses Tutorial anschauen, alles klauen und euch dann zeigen, was ich habe. Let's go. Ich habe mir jetzt das erste Tutorial fertig angeschaut und wie ihr seht, können wir jetzt so laufen mit WASD. Ich kann meine Maus schon bewegen, nach oben, unten, überall. Und ich habe hier mal so provisorisch so ein, ja, eine Flatmap gemacht, aber das wird noch ganz traurig, ich sag's euch. Ich würde sagen, als nächstes mache ich noch ein Crosshair und dann sieht das doch schon mal sehr gut aus. Kleines Fazit zum Tutorial, war sehr krass. Also man muss irgendwie gefühlt gar nicht programmieren können, weil das auch basically hier so wie Lego ist. Also man steckt so ein bisschen zusammen. Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. So Jungs, das nächste Tutorial, wir klauen von ihm das Crosshair. Let's go. Okay geil, Crosshair haben wir jetzt auch. Versteht zwar nicht, warum das so cursed aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Die eine Seite ist doch safe länger, oder bilde ich mir das ein? In Zukunft könnte man auch so machen, dass man das so einstellen kann. Das wäre eigentlich ganz nice. Aber ich will es für den ersten Versuch noch sehr einfach halten. Und je nachdem, wie das ankommt, kann man dann die Sachen erweitern. Okay, ich werde mich als nächstes an die Herzen ransetzen. Dieser Typ hat irgendwie zu allen ein Tutorial gemacht. Der ist wirklich geistkrank. Deswegen, ich schau mal, was er hier will. Ich will zwar keine Bar machen, weil ich will das so wie Minecraft haben, dass man 10 Herzen hat. Aber ich denke, ich kann das ja dann anpassen. Wir sehen uns beim Endergebnis, denke ich. Die Tutorials waren alle kacke. Ich habe es jetzt einfach selbst
selbst gemacht. Passt auf, wie ihr seht, das ist ultra klein. Ich weiß nicht, wie ich das größer mache, aber man hat jetzt halbe Herzen oder halt ganze oder halt gar keine. Und man kann auch die Max Health einstellen. Aber das hier ist noch verpackt. Gönnt euch mal. Hier muss ich irgendwie noch ein bisschen Mathematik oder so machen. Nee, keine Ahnung, was ich hier machen muss, aber das geht noch nicht so ganz. Aber ich werde es für den ersten Try erstmal bei 20 Herzen halten, also 20 halbe Herzen. Ich gucke noch, dass ich das irgendwie größer bekomme. Und dann bin ich eigentlich schon sehr zufrieden mit den Herzen. Ja, passt. Ja, Jungs, das mit der Schwertanimation wird schwerer als gedacht. Denn ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Also ich kann das auf jeden Fall nicht freestylen. Also das hier habe ich gerade gefreestylt, aber ich glaube, ich muss mir ein Tutorial angucken. Ansonsten schaut euch das an. Was mache ich hier? Was ist das? Kleines Update, Jungs. Ich habe jetzt alles weggeworfen, aber habe jetzt dafür ihn hier. Hallo, was geht? Irgendwie die meisten Sachen sind einfach alle kaputt gegangen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ja, das wird noch lustig. Bitte hilft mir. Okay, Jungs, nochmal was Cooles. Ich habe nochmal ein bisschen gefreestylt. Und wie ihr seht, haben wir jetzt eine Animation hinbekommen. Das Lustige bei der Animation ist, also in Minecraft ist die Animation ja programmiert. Und hier kann man so mäßig so Keyframes machen, wo die Beine wann sein sollen. Und das wird jetzt basically immer abgespielt. Und so sieht eine Laufanimation dann aus. Es sieht noch ein bisschen holprig aus, aber das ist okay. Ich werde jetzt noch die Arme machen, dann ist das Laufen für mich schon getan. Worauf ich die ganze Zeit keinen Bock habe, ist das hier Multiplayer ready zu machen. Denn ich habe keine Ahnung, wie ich die Animation hier an die Leute schicke, wisst ihr? Oh je, das wird lustig. Ratet mal, was jetzt kommt. Genau, der nächste Mental Breakdown. Juhu! Ihr müsst wissen, die ganze Zeit, das war so die Kennenlernphase von Unity. Ich wollte wissen, was man so machen kann, was so geht. Aber was mir gefehlt hat, war das Coden. Ich wusste nicht wirklich, wie ich hier meinen Code so verwenden kann, aber dann hat es einfach Klick gemacht. Ich hatte irgendwie eine Erleuchtung und dann ging es full bergauf und schaut euch jetzt diesen Timeskip an. Okay, Jungs, es ist nochmal übel viel Zeit vergangen. Ich habe nochmal einiges programmiert. Wir fangen an. Erstmal, ich habe hier so eine Flatmap mir generiert, damit ich einfach ja einen Untergrund habe, okay? Ganz einfach, hier ein paar Steine geplaced. Schaut es euch an. Wow, einfach traumhaft. Mir fällt gerade auf, dass ich nichts programmiert habe, um nochmal hochzukommen. Moment. Dann, ihr habt es gerade schon gesehen, es gibt ein Einstellungsmenü. Ich weiß, es ist ultra ugly, aber es erfüllt seinen Zweck. Ich hatte keinen Bock, hier was zu machen. Und mit dem Einstellungsmenü kommen auch neue geile Features. Erstmal, man kann die Hotbar und das Crosshair immer scalen. Also man kann das hier anpassen. Und achtet mal drauf, dass es immer schön zentriert. Das war ganz tricky zu coden. Ja, eigentlich nicht, aber das war mir wichtig, dass es immer so schön in der Mitte ist. Und schaut, man kann entweder so ganz hoch, so ganz breit machen oder so ganz niedrig. Und es bleibt immer alles schön in der Mitte. Das hat mich richtig happy gemacht. Dann eine Standardsache, einfach FOV. Einfach, ne, Standard FOV bisschen einstellen. Passt, alles easy. Und dann natürlich auch wichtig, die Maus-Sensitivity. Ganz klar, langsam, schnell, wie man es will. An alle, die auch damals den Norris-Client verfolgt haben, die wissen ja, was mir sehr wichtig ist, nämlich Motion Blur, wie sehr ich Motion Blur liebe. Und hier in Unity, also in der Game Engine, die ich benutze, konnte man so easy Motion Blur hinzufügen. Das heißt, ich mache es jetzt mal aus. Aber ich weiß gar nicht, ob ihr einen Unterschied seht. Doch, wahrscheinlich. Jetzt mache ich nochmal an. Und jetzt ist es halt alles so schön blurry. Gefällt mir richtig gut. Ja, aber ich weiß, viele mögen kein Motion Blur. Deswegen kann man es ja auch ausmachen, Jungs, für euch, extra für euch, aber ich liebe es einfach, wie das aussieht und deswegen habe ich es gemacht. Dann oben links auf richtig Billo so eine HUD-Anzeige, damit ich weiß, wie viel FPS mein Spiel überhaupt hat und damit ich mal gucken kann, wenn ich einen Gegner hitte, wie weit ich den, also von welcher Entfernung aus ich den gehittet habe. Ihr seht es schon, was ich in der Hand habe, ein wunderschönes Diamantschwert. Das kann ich sogar auch schwingen. Da muss ich sagen, die Schwing-Animation, da habe ich mir das Leben ein bisschen schwer gemacht. Ich habe das jetzt so gelöst, also wer sich damit auskennt, ich spiele einfach eine Animation ab. Das ist jetzt kein Code, den ich abspiele. Also vom Ding schon, aber das ist eine vorgefertigte Animation, die ich einfach abspiele, wie so ein Video. Und dann wird das so angezeigt. Das Problem ist, wenn ich halt jetzt ganz schnell klicke, sieht es halt nicht so geil aus, wisst ihr? Da muss ich irgendwie noch einen Weg finden, um das zu fixen. Aber für den Anfang bin ich sehr zufrieden damit. Was auch noch wichtig war bei diesem Schwert, was ich einstellen musste, ist, das Schwert muss immer ganz oben sein. Also das Schwert muss immer sichtbar sein und darf nicht durch Wände gehen. Denn ich kann euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn es durch die Wände geht, damit ihr einen Vergleich habt. Moment. Okay, ich hoffe, ihr kennt was. Auf jeden Fall, ich habe links zwei Kameras. Einmal die Kamera, um mich hier zu bewegen, um was zu sehen. Und einmal noch eine Kamera, die oben drauf ist, die das Schwert anzeigt. Und wie ihr seht, wenn ich jetzt hier schlage, geht das Schwert aber durch die Wand. Das wollen wir aber nicht. Das ist nämlich kacke, sieht kacke aus. Deswegen kann ich einfach hier noch Depth only
auswählen. Und dann ist es immer schön oben drauf und es sieht einfach gut aus. Was ich auch noch hinzugefügt habe, ist, man kann jetzt springen. Wow, ganz simpel. Da muss ich halt noch ganz viel so rumschrauben, bis es einfach perfekt aussieht. Und man kann auch nur sprinten. Also da läuft man einfach schneller. Dann, ihr habt es wahrscheinlich auch schon gesehen, wenn ich den Typen hitte, habe ich so, ja, einen Hit-Cooldown hinzugefügt, sage ich mal. Oder eine Damage-Animation, damit man weiß, dass er Schaden bekommen hat und dass er in der Zeit keinen Schaden mehr bekommen kann. Aber das Spiel fühlt sich halt noch sehr leer an, weil es erstens keine Sounds gibt und zweitens ich kein F5 drücken kann. Junge, ich will unbedingt euch einfach anschauen. Deswegen werde ich als nächstes jetzt entweder noch die Kameras einbauen, also die F5-Perspektiven, oder, wovor ich mich die ganze Zeit sehr lange drücke, ist Multiplayer. Also das wäre halt auch noch sehr geil, wenn man das mit Homies spielen könnte. Aber das wird nochmal einiges an Arbeit, um das Ganze zu synchronisieren. Und deswegen habe ich da ehrlich gesagt nicht so Bock drauf, aber es muss gemacht werden. Und ich bin gespannt, was ihr jetzt next seht. Es muss getan werden, meine Freunde. Ich schaue mir jetzt an, wie man ein Multiplayer-Game macht. 20 Minuten. Ich will nicht mehr. So, ihr Lieben, willkommen zum ersten Multiplayer-Test. Ich habe jetzt hier zwei Fenster und ich kann hier easy irgendeinen Namen eingeben. Einmal den hier und einmal den hier und dann... Also, die Sache ist, die hat man nicht mal gewollt. Aber man kann sagen, dass man ihn gesehen hat. So ist ja nicht. Es gibt zwei Spieler, das ist schon sehr gut. Sieht man hier irgendwie was? Aber ich glaube, ich muss hier noch ein bisschen coden. Das ist einfach schön, Jungs. Ich bin jetzt auf dem Discord von diesem Tutorial-Typ. Und der packt hier einfach den Code rein. Und der wird jetzt so geklaut. Let's go. Dann schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Der erste Spieler und der zweite Spieler. Und ja, es ist besser, aber ist noch immer so am Wackeln. Dieser Stil, das ist ultra kompliziert und schwierig. Es gibt so viele verschiedene Wege, das Problem hier zu lösen. Und wenn ich schon dran denke, dass man hier... Also ich mache gerade eine Variante, die einfach ist, aber man könnte halt so easy cheaten. Und darauf habe ich gar keinen Bock. Aber ich ignoriere jetzt mal die Hacker. Von mir aus kann man hier dann hacken, aber juck. Ich will erstmal das hinbekommen und dann in den zukünftigen Folgen kann man das ja noch updaten. Moin, hier bin ich wieder. Ich habe noch ein paar weitere Dinge geaddet. Wir haben jetzt Name Tags. Die Bewegungen sind flüssiger. Man kann sich jetzt drehen und der Gegenüber sieht das halt auch. Und es gibt Knockback. Aber die Änderung werdet ihr gleich sehen, denn ich werde die ersten Personen auf meinen Server holen. What the hell, man? Und dann bist du... Hier, warte, guck, hier bin ich. Junge, es geht. Junge, ich bin so happy. Wie nice, hä? Bro, ich sehe es schon kommen. Dieses Spiel wird irgendwann auf Steam sein. Ich will das auf Steam packen. Das ist so geil. Das wäre schon lustig. Digga, stell dir vor, du hüpfst hier so rum. Da bin ich. Mein Vito, was machst du hier? Bist du das? Das bin ich. Bist du das? Kann ich mich anschauen? Nee, noch nicht, aber schlag mich mal. Aber du siehst genauso, also ich sehe genauso aus wie du. Ich sehe wunderschön aus. Hey, mir geht's so grauenhaft. Komm, wir machen direkt Schluss. So, ihr Lieben, wir sind am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr weiterhin dieses Projekt sehen möchtet. Und dann könnt ihr auch gerade noch Ideen schreiben. Also zum Beispiel, keine Ahnung, fügt eine Angel hinzu oder so. Oder was ihr unbedingt wollt, was es in Minecraft zum Beispiel nicht gibt, aber was ich jetzt easy adden könnte. Checkt gerne meine Cosmetics ab, wenn ihr mich supporten wollt. Und dann würde mich ein Like und Kommentar sehr freuen. Abo auch. Und man sieht sich dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bye, bye.